Es könnte natürlich daran liegen, dass er selbst auch Vater einer jungen reitenden Tochter ist, aber ich glaube nicht, dass das die einzige Motivation ist für den Gerald Makel, speziell die Jugend im Fokus zu haben mit seinem Unternehmen R34 und die Juniorentour hier zu unterstützen, die jungen Reiterinnen und Reiter zu unterstützen, ein eigenes Team auf die Beine zu stellen. Das kann die eigene Tochter alleine nicht sein. Es ist dir wirklich eine Herzensangelegenheit, dass der Nachwuchs gefördert wird. Das ist vollkommen richtig. Schau, es ist so, wenn du heute meine Tochter beobachtest, die auf irgendeinem Zweistern-CSI im großen Preis eine wunderschöne Runde reitet, reitet null, geht das eigentlich ganz toll an, dann wird sie im Felde der Profis 32., 45., 21. Es muss mehr Motivation und mehr Applaus für die jungen Menschen geben, wenn sie sich in den großen Sport wagen. Und das ist die Intention, warum wir versuchen, eine Tour auf die Beine zu stellen, wo die Jugendlichen unter sich selber reiten können, sich gegeneinander matchen können und dann doch vor großem Publikum, so wie hier vor fast 2000 Menschen, ihren Applaus, ihren verdienten Applaus abholen können. Und um diese Nachwuchsarbeit geht es uns mit der M34-Tour, um diese Nachwuchsarbeit wird es uns nächstes Jahr gehen mit dem R34 Youth Cup, denn ansonsten wird das Interesse verloren gehen und dann geht uns auch der Nachwuchs verloren. R34, das ist ein toughes Business-Unternehmen im Immobilienbereich, Reitsport, doch ein bisschen was Lockeres und Leichtes. Was kann man denn eigentlich aus dem Reitsport fürs Geschäftsleben lernen? Was lernst du auch hier bei uns auf den Turnieren? Die 15 Starterinnen, die du hier heute bei uns in der R34-Tour gesehen hast, die gehen nach einer 40, 45-Stunden-Woche in der Schule 2 bis 4 Mal in der Woche trainieren, opfern die Hälfte ihrer Freizeit Minimum für den Pferdesport und zeigen eine erstaunliche Disziplin und das über Jahre hinweg. Ich glaube, dass die jungen Menschen hier sehr, sehr viel im Reitsport für das zukünftige harte Business lernen und ich glaube, dass sie es sich mit ihren Leistungen verdient haben, dass wir sie mit Applaus und die R34 mit ein bisschen am Geld unterstützen. Dankeschön dafür, auch im Namen der jungen Reiterinnen und Reiter. Es wird noch eine Aktion geben mit einem, ich sag mal, nicht mehr ganz so jungen Reiter, wenn er auch immer noch viele, viele gute Jahre vor sich hat. Der Hugo Simon ist da bei euch gewesen, hat ein paar Autogramme gegeben und die gibt es dann morgen? Morgen gibt es im zweiten Bewerb gibt es ein Mannschaftsspringen, wo ich versuche, die Zuschauer ein wenig einzubinden. Wir werden jeweils 4 Reiter in einem Team haben, die eine bestimmte Farbe haben und meine Mitarbeiterinnen werden hier Farbkarten in den jeweiligen Farben ausgeben. Dass der Publikumsteil, der dem Siegerteam quasi seine Daumen drückt, der hat die Möglichkeit, vom Hugo dankenswerterweise unterschriebene Schirmkappen zu bekommen und zu gewinnen. Und nachdem wir alle nicht wissen, wie lange sich der Hugo das noch wirklich antut, ist das, glaube ich, in ein paar Jahren eine Rarität, die die Zuschauer gerne zu Hause haben werden. Naja, es waren heuer Olympische Spiele, in 4 Jahren die nächsten und es hat am nicht taugt, dass diesmal kein Österreicher dabei war, also hoffen wir es. Sagen wir es einmal so, ich wünsche dem Hugo alles, alles Liebe für die Olympischen Spiele. Sagen wir mal, wird es nicht ganz mehr reichen bei ihm, aber ganz ehrlich, wenn du dir heute seine Leistung wieder ansehen wirst, es ist erstaunlich. Ich glaube, wir beide wollen in dem Alter noch so beieinander sein wie der Hugo. Ja, unbedingt. Und wir wissen auch, der fährt nicht aufs Turnier, um Spaß zu reiten. Der will gewinnen. Der will gewinnen. Es wird ihm von unseren Jungen immer schwerer gemacht. Und in 2, 3 Jahren werden ein paar von den Reitern, die du heute gesehen hast in der R34-Tour, dem Hugo die Schneid abkaufen. Das, soweit traue ich mir das jetzt schon zu prophezeien. Aber im Moment ist er eine Klasse für sich in seiner Altersklasse. Und man kann viel von ihm lernen, von dir aber auch, was Engagement betrifft. Herzlichen Dank fürs Engagement für die jungen Reiter R34 und danke dir. Gerald Makel. Servus, danke.